Hier haben wir mal ein schönes Catering. Ja, finden Sie? Super nett, danke. Das sieht nicht aus wie ein Brautkleid, sondern wie Wurst in Pelle. Ach, Anna, das ist die Aufregung. Nee, das ist die traurige Wahrheit. Naja, vielleicht hast du recht, es ist nicht gerade Dior. Aber es ist ganz nett. Ganz nett? Ich hasse dich. Vielleicht hätte ich nie sagen sollen, dass ich sowas kann. Quatsch, Anna, du hast echt Talent. Die Braut sieht aus wie Elizabeth Taylor. Bei ihrer 6. Hochzeit. Boah, das läuft super da draußen. Ich glaube, die finden mich alle total nett. Die Männer schon. Warte. Sonst kriegt der Chef wieder nervöses Augenzucken. Ausatmen. Schön. Oh. Sehr schön. Kannst du losgehen? Natürlich, Herr Walter. Meine Damen, meine Herren, die Torte! Einfach ab durch die Mitte. Ich bin so nervös. Ja, wie immer. Wie ich gesagt habe, sie lieben deine Torte. Ach, ich würde das ja alles so vermissen. Ich bin schon super spät dran. Klar, hau doch ab. Die Intelligenzbässe und ich schaffen das auch ohne dich. Wie meinst du das? Du wirst das alles hier vermissen. Naja, der Partyservice wird zugemacht. Walter macht die Düse und wir können uns alle einen neuen Job suchen. Das geht nicht. Mir hat niemand was gesagt. Naja, vielleicht wollte er dich während des Umzugs nicht belasten. Das ist eine Katastrophe. Was bildet sich dieser Rübezahl für Arme überhaupt ein? Der tickt doch nicht richtig. Wovon soll ich denn meine Miete bezahlen? Der Koch hat gesagt, dass er das sowieso wegschmeißen würde. Und ist ja nett, dass ich auch mal was von Ihren Zukunftsplänen erfahre. Wie stellen Sie sich das vor? Haben Sie überhaupt einen blassen Schimmer, was das für uns bedeutet? Hören Sie ihm. Herr Waldheim, meine gesamte Existenz hängt von dem Job hier ab. Kindchen, Sie sind jung, begabt, hochmotiviert, Sie finden immer was. Aber ich habe doch alles in Berlin zurückgelassen, um hierher zu kommen. Es tut mir leid, aber ich habe ein tolles Angebot auf Mallorca. Das kann ich nicht ausschlagen. Lassen Sie mich den Laden übernehmen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich meine, Sie sind... jung, begabt und hochmotiviert. Aber für das Zeug, was ich hier lasse, will ich Geld sehen. Wie viel denn? Die Einzelheiten besprechen wir später. Fantastisch, wunderbar. Ich könnte mir keine bessere Chefin vorstellen. Du hast eine kaufmännische Ausbildung. Ja. Da kennst du dich doch mit Buchhaltung aus. Naja, ich müsste mich ein bisschen einlesen, aber das schaffe ich schon. Du bist meine Rettung. Und auf mich könnt ihr auch zählen. Um was geht's denn eigentlich? Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Tut mir leid, aber ich werde fahren wie der Blitz. Wir schaffen das noch. Wie war's denn heute? Total doof. Das wird schon, wenn du hier erstmal ein paar neue Freunde gefunden hast. Ich will keine neuen Freunde. Im Fußballverein gibt's bestimmt ein paar nette Jungs. Das ist mein erster Tag und wenn ich da zu spät komme, nehmen sie mich erst gar nicht in die Mannschaft auf. Das schaffen wir locker. Schnall dich an. Oh nein, die Bullen. Oh Scheiße. Psst, du sagst kein Wort. Guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Ihre Papiere bitte.
Ihr Auspuff hört sich nicht so gesund an. Oh, dann war das wohl das komische Geräusch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Vielen Dank für den Tipp. Aber dass Sie innerhalb geschlossener Ortschaften nicht 79 fahren dürfen, das wissen Sie schon. Ich wollte so schnell wie möglich in die Werkstatt. Hey, ich muss zum Training. Ach so. Auf welcher Position spielst du denn? Wenn ich nicht pünktlich da bin, wahrscheinlich auf gar keiner. Heute ist Probetraining. Ah, ein Notfall, ich verstehe. Eigentlich ist Ihr Fahrzeug ja nicht verkehrstauglich. Ich werde mich sofort drum kümmern. Also gut, dann mal los, damit unsere Jungs endlich in die Oberliga aufsteigen. Vielen Dank. Halt, nicht so schnell. Was werden Sie denn für mich kochen, wenn Sie mich zum Essen einladen? Woher wissen Sie, dass ich Sie zum Essen einladen werde? Menschenkenntnis. Aha. Wir sind neu hier im Dorf, leben allein und ich bin der einzig passable Junggeselle im Umkreis von 30 Kilometern. Von Schmiddel vielleicht mal abgesehen. Verstehe. Und meine Menschenkenntnis sagt mir, dass Sie so überhaupt nicht mein Typ sind. Leider gar nicht, sorry. Wie tragisch. Außerdem habe ich eine Allergie gegen Uniform. Ich kriege immer so fiesen Hautausschlag und Juckreiz. Wirklich? Naja, ich kann sie ausziehen. Zu spät, geht schon los. Ich fahre dann wohl besser. Halt! So geht das aber nicht. Schmiddel, hast du das gesehen? Es ist wirklich nett von euch, Jungs. Aber ich habe noch Kirschkuchen. Wollt ihr nicht noch mit reinkommen? Nee, lass mal. Ich muss noch zum Kegeln. Aha. Und du? Warum glaubst du wohl, Gretchen, habe ich dich kurz vor Feierabend nach Hause gebracht, hä? Weil du Kohldampf hast. So. Na, ich mach dann schon mal einen Kaffee, ne? Wenn ihr noch langsamer fahrt, gibt's ein Knöllchen wegen Falschparken. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber mit dem Boiler stimmt was nicht. Sag mal, findest du das richtig, dass du den Feierabend mit einer alten Oma verbringst? Dani ist so ein nettes Mädchen. Ja, ich weiß. Ihr werdet so ein schönes Paar. Und Bauer Dirksen wäre nicht der schlechteste Schwiegervater. So nett ist er ja nun auch wieder nicht, hm? Na, und so ein hübscher Junge wie du kann doch nicht immer nur allein durch die Welt stromern. Ich warte auf die Richtige. Die heirate ich und du wirst Brautjungfer. Willst du schon los? Nee, ich schau mir mal deinen Boiler an. Das ist ja wirklich lieb. Pass auf die Autos auf. Also ich an Ihre Stelle, ja? Ich würde mir ja von meinem Sohn helfen lassen. Danke für den Tipp, es geht schon. Naja, ich mein ja bloß. Frau Zenkmeier, wenn Sie mögen, ich habe einen schönen Wein für Sie gekauft. Nicht ganz so herb. Das ist aber nett. Ich meine, so ein kleines Schlückchen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne? Ich werde in den nächsten Wochen sehr beschäftigt sein. Meinen Sie, Sie könnten da mal auf Tobi aufpassen? Ich zahle Ihnen natürlich auch was dafür. Naja, ich kann es mir ja mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Das wäre schön. Tobi, nerv mich jetzt nicht. Weißt du, wo hier der Sicherungskasten ist? Im Keller, aber... Ja, klar.
hier. Frau Schröder? Frau Schröder, das hatte ich ganz vergessen. Der hier ist mit dem zusammen abgegeben worden. Der sagt kein Wort. Also ich an ihrer Stelle, ich würde sehr vorsichtig sein. Von meiner Cousine. Hey! Bist du da? Im Garten! Und was ist nun mit dem da? Das wird sich finden. Barbara, schön, dass du so schnell kommen konntest. Klar. Sag mal, bei dir ist doch alles in Ordnung, oder? Och, ich verschulde mich gerade bis in die Steinzeit. Mein Sohn fühlt sich vernachlässigt. Meine Gefriertruhe gibt ihren Geist auf und ich habe einen neuen, stummen, bewaffneten Mitbewohner. Aber sonst ist alles in Ordnung. Mein Großonkel Jakob. Ah, wundervoll. Stell dir vor, was mir passiert ist. Hi, Tobi. Hey. Kommt doch dieser Müller da aus meiner Redaktion und fragt mich, ob ich Lust habe, mit dem Essen zu gehen. Stell dir vor, der Kerl war schon dreimal verheiratet. Das grenzt an Mobbing am Arbeitsplatz. Aber der da draußen ist doch auch nicht ganz dicht, oder? Eher wortkarg. Er spricht nicht viel. Eigentlich gar nicht. Seit seine Frau gestorben ist, Espresso? Mhm. Wo kommt er so plötzlich her? Meine Cousine Sophie hat ihn hier abgegeben. Die kümmert sich normalerweise. Den musst du zurückbringen. Das geht nicht. Meine Cousine braucht auch mal Urlaub. Urlaub? Was denn das? Meine Cousine hat sich so süß gekümmert, als meine Eltern gestorben sind. Da kann ich sie doch jetzt nicht im Stich lassen. Was ist denn das überhaupt für eine Cousine? Barbara, Sophie kennst du doch. Du hast ja mal einen ganzen Abend deine Männeraffären aufgezählt. Den ganzen Abend? Dafür brauche ich Wochen. Was ist denn das hier? Das ist sie nicht. Zeig mal, zeig mal. Schröder? Ja, natürlich. Das ist richtig, ja? Ja, klar schaffe ich das. Bis morgen ist alles fertig. Ja, danke für den Auftrag. Du wirst auch nie klüger. Das ist Panomon. Es ist zumindest eine Herausforderung. Und das ist Schlenzumon. Da kann kämpfen wie ein Samurai. Oh, Samurai. Eine dreistündige Hochzeitstorte mitten in der Nacht zu improvisieren. Super Herausforderung. Woher nimmst du eigentlich das Geld für die Ablösung? Ein bisschen was ist noch vom Erbe meiner Eltern übrig. Komm, ich zeig dir noch meine anderen Karten. Jo. Ich hab noch über 500. Aha. Du fährst aber nicht mehr. Mein Wagen kennt den Weg. Komm, hör auf, ich möchte dich nicht vom nächsten Baum kratzen. Du willst wohl nicht, dass ich den flotten Dorfscheriff auch mal kennenlerne, was? Quatsch. So toll ist der auch nicht. Ach komm, ich sehe doch das Leuchten in deinen Augen. Ah, ich vergaß. Du sammelst ja lieber die Fotos deines Verflossenen. 17 Mal hast du ihn in deinem Album verewigt. Wie kannst du von dem Dreckskerl überhaupt noch Fotos haben? Hast recht. Ich hätte sie wegschmeißen sollen, aber... Ich weiß. Peter war der tollste Mann, den du je kennengelernt hast. So einfühlsam, so charmant, so klug. Und so eine Granate im Bett. Und er hat dich eiskalt mit deinem Baby sitzen lassen. Schön, dich zu sehen. Christian, wie geht's dir? Gut. Und du? Ja. Aber auf Dauer ist das hier im Hotel nichts für mich. Hast du mit Lünding schon gesprochen? Ist der beste Makler hier in München. Ja, ich weiß. Ich habe mir auch schon ein paar Angebote schicken lassen. Schöne Sachen dabei. Das wird schon. Und sonst? It's good to be back. Auch ein Prosecco? Ja, gerne. Danke. Ich freue mich jedenfalls riesig, dass du bei mir einsteigen wirst. Und privat? Also von Frauen bin ich fürs Erste kuriert. Ich schon lange. Das weiß ich. Meinen Sohn würde ich gerne sehen. Wo ist das Problem? Naja, die Mutter habe ich nicht mehr getroffen, seit ich nach Kalifornien gegangen bin. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und den Jungen überhaupt noch nie. Außerdem habe ich nicht die geringste Ahnung, wo die beiden sind. Auskunft, Internet? Alles durch. Privatdetektiv. Also komme ich mir echt bescheuert vor. Hast du einen guten an der Hand?
den besten. Mama! Mama! Mama, ich möchte jetzt endlich zum Schwimmen fahren. Ich auch, aber ich muss noch schnell zwei Dinge erledigen. Es ist Wochenende, verdammt noch mal. Also wir hätten uns früher nicht getraut, so mit der eigenen Mutter zu sprechen. Frau Zenkmeier, hätten Sie nächste Woche Zeit für Tobi nach der Schule Mittag zu machen und auf ihn aufzupassen? Ihr könntet das einrichten. Vielen Dank. Ich will nicht zu euren Zenkmeier. Tobi, sie ist eine ältere Frau, die alleine ist. Warum wohl? Doch nur so lange, bis wir eine Tagesmutter gefunden haben. Will zurück nach Berlin. Tobi, das haben wir doch schon x-mal besprochen. Hier haben wir einen Garten, keinen Verkehr, kurze Wege zur Arbeit und es kostet hier einfach alles viel weniger. Kannst du nicht zu Hause bleiben, die andere Mutter auch? Die haben Männer, die arbeiten und Geld verdienen. Warum suchst du denn nicht auch einen? Verdammt. Man soll nicht fluchen. Scheiße. Und Scheiße soll man auch nicht sagen. Mama, wir haben was vergessen. Jakob, tut mir leid. Auf den Jungen passe ich auf, aber auf den mit dem Gewehr nicht. Er ist harmlos. Und ich zahle das natürlich extra. Na gut. Blöde Trockenpflaume. Du kannst ja reden. Jupp! Jupp, ich auch. Schnell die Platten ab. Dauert nur 2 Sekunden, ne? 2 Sekunden bedeutet bei ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Oh. Zu Hause die Luftmatratze vergessen. Mm. Bis Mama zurück ist, schaffe ich das längst. Mm. Ich bin schon öfter gefahren. Mm. Go-Kart. Ah, so. Ich glaube, du musst jetzt schalten, Junge. Das ist ein Automatik. Ah ja, dann. Kannst du die nächste Kurve sehen? Na, richtig sehen kann ich schon lange nicht mehr. Eine Birke. Tobi? Tobi! Jakob! Oh, wo seid ihr denn? Mal keine Sorgen, wir werden die beiden schon finden. Keine Sorgen, sie sind lustig. Mein Großonkel ist fast blind. Dann werden sie nicht weit gekommen sein. Hey. Lecker. Probier doch. Moment. Ja, geht so, ne? Da sind sie. Tobi!
mir solche Sorgen gemacht. Mama, es tut mir so leid, aber wir haben die Luftmatratze zu Hause vergessen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich wollte noch nur die Wartezeit ausnutzen. Auto zu fahren mit deinen Augen. Ja. Im Grunde ist doch nichts passiert. Genau, die beiden haben doch Glück gehabt. Und so ein paar Kratzer fallen im Gesamtdesign von so einem Flitzer nicht weiter auf. Und so ein Platten, der ist schnell repariert. Hauptsache, euch ist nichts passiert. Und wo kriege ich jetzt eine neue Hochzeitstorte her? Grete? Gretchen? Was ist denn los? Das ist ein Notfall. Um Gottes Willen, wer denn? In 2 Stunden brauchen wir eine Hochzeitstorte. Na, dann Mantau. Ich brauche Schlagsahne, Eier, jede Form von Obstsäften, Puderzucker, ein sauberes Handtuch, ein Streifen dünner Pappe, ein großes und ein kleines Messer. Ah, mehr nicht? Nee. Respekt. Darf ich naschen? Nein! Mama, können wir endlich los? Wir müssen erst das Auto holen und den Reifen wechseln. Ah, auch noch in die Werkstatt. Wir kommen nie zum Schwimmen. Na wunderbar. Kann ich jetzt etwa was dafür, dass das Auto einen Platten hat? Turbulenter Familientag, was? Klarer Fall von Ruhestörung. Klarer Fall von Hausfriedensbruch. Von Klingeln halten Sie wohl nicht sehr viel. Ja, wenn die Klingel auch klingelt, schon. Oh, nicht schon wieder. Ich habe Ihr Auto mitgebracht. Der Reifen ist gewechselt und Öl und Wasser sind nachgefüllt. Das kann ich ja gar nicht wieder gut machen. Eine Essenseinladung und wir sind quitt. Den Tipp mit Grete müssen wir allerdings gesondert abrechnen. Ach, mit leerem Magen schon Nächstenhilfe geleistet. Das geht aber nicht. Ich hole ein Gedeck. Zu spät. Tobi, komm noch mal her. Wo hast du so gut Autofahren gelernt, hä? Du, ich verpfeife euch nicht. Auf der Kartbahn, da bin ich nach der Schule immer noch schnell hin. Mama weiß nichts davon. Und so soll's auch bleiben. Unter einer Bedingung, ja? Das nächste Mal, wenn du fährst, dann bist du 17 und neben dir sitzt ein Fahrlehrer. Jupp. Versprochen? Jupp. Das Pflaumenmus ist super lecker. Echt? Tut mir leid, wenn ich hier so einfach reinplatze. Aber Sie haben wohl die Klingel nicht gehört. Also Sie sagten doch um 10, oder? Sicher. Gehen Sie doch so lange ins Wohnzimmer. Oh Gott, den habe ich total vergessen. Oh, das tut mir leid. Aber das ist wahnsinnig wichtig für mich. Wer fährt mich jetzt zum Waldsee? Ja, das kann ich ja machen. Ich wollte da sowieso hin. Wie? Und was muss ich dafür zahlen? Wie wär's denn mit Naturalien? Das Pflaumenmus soll sehr lecker sein, habe ich gehört. Super lecker. Tag, Herr Wenzel. Was haben Sie für mich? Viel Schönes, würde ich sagen. Mein Sohn. Tobi. Süßer Kerl.
Anna sieht großartig aus. Was ist mit anderen Männern? Keine Spur. Hat mich echt gewundert bei so einer attraktiven Frau. Gratuliere. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wenn Sie mal Probleme haben, so wenden Sie sich nicht an mich. Naja, es war ein kleiner Scherz. Also, Sie schaffen das schon. Du Das Wandern ist es nicht. Das Wandern. Es muss kein Recht. Niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Hey, guck mal, wie toll die anderen Kinder spielen. Willst du nicht mal rübergehen? Da kenne ich doch keinen. Ach, das wird schon. Ihr seid ja noch nicht so lange da. Achtung, ich schmeiß dich weg. Pass auf, lass los und geh! Yeah! Super! Tobi, komm her! Ich zeig mal. Ich glaub, du kannst noch länger. Na, Jakob, alles klar? Jupp. Weißt du was? Im Fußballclub, da findest du bestimmt Freunde. Willst du nicht mein Freund sein? Na klar, aber nur wenn du es schaffst, 5 Meter weit zu tauchen. Kinderspiel. Ja, dann zeig mal. Tobi? 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 Tun Sie doch etwas! Nicht nötig. Der kommt schon wieder hoch. Verdammt! Guck, guck! Eingefallen, oh. Eingefallen! Wenn ich dich erwische! Hey, Tobi, stürz dich auf sie! Los! Stürz dich auf sie! Los! Ja! Hallo! Hallo! Ja! Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Danke, es geht. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Thomas. Anna. Bisschen überfordert im Moment, hm? Naja, passiert ja nicht alle Tage, dass man sein eigener Chef wird. Hey, es ist Sonntag. Schluss mit Stress. Lass uns lieber weiter nach hinten. Hier ist zu viel Ungeziefer. Wieso? Hier ist so schön. Du kannst ja hier bleiben. Was hat die denn? Verspannt? Und wie? Das ist gut. Was ist eigentlich mit Tobis Vater? Kümmert er sich nicht um euch? Tobi hat keinen Vater. Der ist schon vor seiner Geburt gestorben. Oh, tut mir leid. Das ist kein Problem. Tobi und ich sind ein prima Team. Ich bin noch immer verspannt. Wer zuletzt im Wasser ist, ist ein Loser. Dorfpolizisten ganz schön schön. Meine Großeltern haben ja schon gewohnt. Meine Schwester wollte lieber nach Berlin. Jetzt habe ich schön viel Platz. Oh, gut, dass Tobi schon zu Hause ist. Für ein Bonanza-Fahrrad würde er seinen linken Arm geben. Sind ja auch toll. Allein diese Form, so schön rund und weich, da möchte man am liebsten sofort anfassen. Ich meine, anfahren. Magst du mit reinkommen? Tut mir leid, heute nicht. Schade. Ich hätte nämlich dann erst wieder, lass mal überlegen. Morgenzeit. Abendessen? Bei dir auf der Terrasse?
Um 8? Tut mir leid, wenn ich deine gute Laune trüben muss, aber ich bin mit den Büchern fertig. Und? Ja, von wegen, der Laden ist gut gelaufen. Was heißt das? Ja, der Laden ist schon gut gelaufen. Nur Waldheim hat es mit dem Bezahlen der Rechnung nicht so genau genommen. Ja, und? Naja, einige Lieferanten sind einfach noch nicht bezahlt. Und Waldheim ist weg. Ja, wie konntest du nur die ganzen Schulden übernehmen? Ja, das habe ich doch gar nicht. Steht aber im Vertrag. Ja, immer das Kleingedruckte lesen. Hat der mich reingelegt? Auf ganz legale Art und Weise. Oh, verdammte Mistscheiße. Quatsch, das kriegen wir schon hin. Es ist eigentlich nur einer, der mir Sorgen macht. Ein Gemüsehändler aus Spandau. Der hat schon etliche Mahnungen raus und der bombardiert mich mit Anrufen. Hast du ihm die Situation erklären können? Ja, natürlich. Das ist ihm mit Verlaub scheißegal. Der Mann, der will sein Geld. Und wenn er weiterhin nicht kriegen kann, dann sind wir eben dran. Wie viel ist es denn? Och. So schlimm? Schlimmer. So viel habe ich gerade nicht flüssig. Ja? Hallo, Barbara. Ja, natürlich. Aufträge kann ich immer gebrauchen. Wie viele Personen? 100. Ja, klar. Bis wann denn? Bis Freitag. Das ist ja morgen. Ja, klar schaffe ich das. Ja, bis dann. Na, dann mal ran an die Buletten. Jawohl. Das ist ja vielleicht doch ein bisschen übertrieben, ne? Ich wollte dir absagen, aber den Papst kann man ja leichter erreichen als dich. Der hat ja auch ein Handy. Ist aber nicht gesund, schau ihn dir mal an. Und einen Anrufbeantworter habe ich auch nicht. Ich muss das hier heute alles noch fertig machen. Das dauert Stunden. Gut. Was muss ich tun? Hey. Das Zeug ist so gut. Damit könntest du glatt unser Schützenfest ausschlagen. Meinst du echt? Mhm. Ich könnte mich ja für dich stark machen. Auf das attraktivste Essen auf Rädern, das Dörbeling je gesehen hat. Oh. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Mach doch nichts. Moment. Hier. Ich hab so doof geträumt. Hi, Thomas. Hi. Ach, mein Liebling. Ist ja schon vorbei. Ich bringe dich gleich ins Bett, hä? Kann ich heute bei dir schlafen? Wie? Bitte. Ausnahmsweise. Du musst mir noch eine Geschichte vorlesen. Ich muss sowieso noch was erledigen. Tschüss, Thomas. Tschüss. Und war's schön.
einfaches Ja hätte gereicht. Meine Herren, unsere Forschungsabteilung hat ihre Vorschläge begutachtet und das Ergebnis war durchaus positiv. Das hören wir gern. In unserem Haus ist es üblich, dass wir alle wie eine große Familie zusammenarbeiten. Ja, ich weiß, das ist in der Branche bekannt. Viele meiner Feinde behaupten, ich sei erzkonservativ. Würde mich eher als klassisch bezeichnen. Das bedeutet, ich lege Wert darauf, dass meine Familienmitglieder zu mir passen. Ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung für gute Zusammenarbeit, dass die Chemie stimmt. Ich kenne jetzt Ihr Projekt. Meine Herren, jetzt muss ich Sie noch besser kennenlernen. In einer Woche gebe ich einen privaten Empfang. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie und Ihre Ehefrauen begrüßen könnte. Wir freuen uns darauf. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Da hast du's. Mit unseren Ehefrauen. Nein. Ja und? Nein, ich habe meine Meinung. Ich werde mir für den Tag X eben eine mieten. Und du? Was und ich? Du bist doch schließlich Familienvater. Nein. Und weißt mittlerweile auch, wo deine Familie wohnt. Ach, hör auf, das ist doch albern. Es handelt sich um 250 Millionen Euro. Für so viel Geld würde ich mich nackt in Geschenkpapier einwickeln und die Zauberflöte trällern. Wenn du willst. Sehr witzig. So. Wein und Salz mitgebracht. Du hast da was. Ja, Vorsicht. Wo sind denn die anderen? Im Bett. Dann sollten wir vielleicht jetzt auch ins Bett. Hör mal, verarschen kann ich mir auch alleine. Nehmen, das nimmst du schön alles wieder mit nach Hause, ja? Lass mal. Nächste Mal komme ich mit dem großen Laster, damit du Bescheid weißt. Und hier ist meine Rechnung. Da unten steht die Bankverbindung. Wie das Schwein von Bauer Dirks ist auf dem Festmahl. Schick dir die beiden morgen mal vorbei. Ciao, mein Schatz. Hast du heute früh Kinder angerufen? Nein. Na, wir haben eine Windpocken, wa? Und das heißt auf alle Fälle, dass die Schule die nächsten Tage geschlossen bleibt. Cool. Das ist nicht der Ernst. Ich bin berufstätig. Na, tut mir leid, wa? Da kann ich auch nichts dran machen. Hallo. Frau Zenkmeier, ich hätte da ein Riesenproblem. Die Schule ist geschlossen, ich muss morgen arbeiten. Also, wenn Sie mich fragen, ich sehe da zwei Probleme. Frau Zenkmeier, Sie sind meine einzige Rettung. Na, also gut. Aber nur für ein paar Tage. Die alte Dörpflaume kann doch nur vom Glück sagen, dass sie zwei so gestandene Kerle um sich haben darf. Der Kleine, jung und knackig, und der Große, gut aussehend. Na ja, aber welterfahren.
Du kannst ja in ganzen Sätzen sprechen. Ja, wo es passt. In Ihren Jagden wartet übrigens schon wieder ein fremder Mann. Nicht, dass das hier zur Gewohnheit wird. Wenn du mir eine scheuen möchtest, dann kann ich das verstehen. Polizeilicher Kräfte im Einsatz. Polizeilicher Kräfte? Lass mal sehen. Hey, guck mal. Ich bekomme Besuch. Ja? Von der Mutti? Die ist ja viel zu alt. Jetzt pass mal auf. Du bist einfach zu jung für mich. Guck mal, wenn ich 60 bin, ja, dann bist du immer noch ein Kind. Wer plant denn so weit? Ich. Naja, falls du doch deine Meinung ändern solltest, du weißt ja, wo du mich findest. Wo denn? Was habe ich nur getan, um das zu verdienen? Oh, da draußen steht ein Mann. Ich habe die Nase gestrichen voll von Männern. Tobi, das ist Peter aus Amerika. Servus. Hallo, kleiner Mann. Gib mir doch mal die Tüte da. Da sind Geschenke für dich drin. Oh, Abend. Haben Sie Kohle? Oder wollen Sie wieder Abfälle? Heute nicht. Danke. Moment, warten Sie, ich hab was für Sie. Bam! Wow, sowas kauft mir Mama nie. Krieg ich jetzt auf den Computer? Wie, ihr habt keinen PC? Nö. So, das ist erstmal alles, was ich so auf die Schnelle auftreiben konnte. Verstehen Sie es bitte als erste Rate. Na, seht doch. Es tut mir leid, dass Sie so lange auf Ihr Geld warten mussten. Aber mein Vorgänger hat einen Saustall hinterlassen. Das glaube ich Ihnen ja. Ja? Angerichtet. Du wirst seit einer halben Stunde sehnsüchtig erwartet. Thomas, ich kann jetzt nicht. Ist irgendwas los, Anne? Ist was mit Tobi? Nein, es ist nicht wegen Tobi. Ist auch nicht wegen Jakob. Es ist etwas dazwischen gekommen. Ich erkläre dir das später. Ja, ciao. Ja, ciao. Tobi, du gehst jetzt bitte in dein Bett. Es ist doch noch gar nicht dunkel. Egal, geh bitte in dein Zimmer, ja? Okay, aber das nehme ich mit. Was willst du? Ich musste endlich wissen, wie es euch geht. Es geht uns gut, danke. Tobi ist echt ein toller Junge. Ich weiß. Das hast du gut hingekriegt. Ich bin echt stolz auf dich. Sag mal, geht's noch? Du haust einfach ab. Lässt 8 Jahre nichts von dir hören, tauchst dann wieder auf und verteilst Benimmung. Für mich war das auch nicht einfach. Ich musste mich alleine durchbeißen. Mit euch beiden hätte ich das nicht geschafft. Mir kommen gleich die Tränen. Anna, ich habe dir damals ganz klar gesagt, dass ich dich liebe, aber für ein Kind noch nicht bereit bin. Noch nicht bereit, klar. Warst ja erst Anfang 30. Ende 20. Und anscheinend auch noch nicht reif genug, dich wenigstens ab und zu mal bei uns zu melden. Das habe ich doch versucht. Aber du bist ja dauernd umgezogen. Immerhin habe ich dir jeden Monat Geld überwiesen. Sehr großzügig. Mit 400 Mark kann ich in Berlin nicht mal eine Hundehütte mieten. Du wartest hier. Anna. Hast du eine Ahnung, wie es mir ging? Mein Studium musste ich schmeißen. 1000 in einem Minijob habe ich angenommen, damit der Kleine und ich irgendwie klarkommen. Und du hast es geschafft.
Ist doch richtig nett hier auf dem Land. Ja, sehr nett. Glaub mich, hat eine andere Vorstellung von meinem Leben, als hier in Dörpeling zu landen. Tobi zum Beispiel hat Riesenprobleme, hier Anschluss zu finden. Ich weiß, ihr habt Schlimmes durchgemacht. Ich will es wieder gut machen. Kapierst du denn nicht, dass das jetzt nicht mehr geht? Come on, give me a try. Du bist immer noch so überheblich wie damals. Ich will dich nicht mehr sehen. Aber Anna... Au! Jetzt geh doch endlich! Scheiße, das tut mir leid. Mensch, ich mach nichts als Ärger. Ich mach's wieder gut, versprochen. Jetzt fass mich nicht an! Hey! Hey! Los hier. Ganz schön ruppig hier, die Leute auf dem Land. Vorsicht, ja? Thomas, bitte, ist gut. Anne, ruf mich an, wenn du was brauchst. Wer ist denn der Komiker? Ich bin Tobias Vater. Tobis Vater? Auferstanden von den Toten? Das war er auch für mich. So eine tolle Nachricht. Ich gratuliere. Lass das, ich finde das nicht komisch. Du, ich auch nicht. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die wollen nicht für das Schützenfest haben. Das ist ja zwei Gründe zum Feiern. Hallo? Hallo, hier ist Christian. Wie war's denn? Naja, etwas zäh. Aber der Köder ist ausgeworfen. Operation Familienzusammenführung ist angelaufen. Ich weiß, was ist mit ihrem Rücken? Hexenschuss. Das ist nicht wahr, ne? Ich kann heute nicht auf Tobi aufpassen. Und auf den schon ja nicht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls gute Besserung. Ja, oh nein, das darf nicht sein. Du wirst heute mal alleine hier sein. Das kriegst du doch hin, ne? Jupp. Ich habe einen wichtigen Termin. Sehe ich gut aus? Wunderschön. Wie Mona Lisa. Und wenn du in den Garten gehst, lässt du das Gewehr hier. Tobi, jetzt beeil dich! Mit dem Ding erschrickst du noch mal einen zu Tode. Tobi, wenn du jetzt nicht gleich kommst, fällt Frühstück für dich aus. Guten Morgen. Deine Klingel ist kaputt. Ach was? Ich war gerade ganz zufällig in der Gegend und da dachte ich, ich... Lass den Mist, ich bin im Stress. Da kann ich doch was abnehmen. Komm, Anna, wo steht das Klavier? Wir sind 8 Jahre ganz gut ohne dich ausgekommen. Ja, für den Fall, dass du es ja anders überlegst. Hier. Vergiss das. Ich komme zu spät. Oh nein, mein Schatz. Das sind Windpocken. Schlimm? Überhaupt nicht. Du bleibst einfach den ganzen Tag im Bett. Keine Schule? Meinst du, dass ihr auch alleine klarkommt? Ausnahmsweise? Aber klaro. Und dann gehst du zur Apotheke.
Ich hab dir aufgemalt, wie du da hinkommst und holst die Schütteltinktur, nachdem du das Rezept bei Frau Dr. Tietje Stern abgeholt hast. Adresse steht drauf. Ich hab da angerufen, die wissen Bescheid. Ich würde das ja alles gerne für dich tun, Anna, nur... Nur was? Die Augen wollen einfach nicht mehr. Ja, aber als du mit meinem Wagen losgefahren bist, ging das noch ganz gut? Ja, aber seitdem ist alles viel schlechter geworden. No problem. Ich bin unterwegs. Morgen. Ach, entschuldigen Sie die Verspätung, aber mein Sohn ist krank. Soll ich vielleicht schon mal anfangen? Sie sagen dann dem Bürgermeister und dem Schützenkönig Bescheid, was wir besprochen haben. So, Herr Bürgermeister, hier ist das Bier. Lass es dir schmecken. Und der Schützenkönig, ist der vielleicht auch schon hier? Na, da sitzt er doch. Dann brauche ich jetzt auch ein Bier. Komm sofort! Und wie wär's mit einem kleinen Schnaps? Da sage ich nicht nein. Ist ja auch schon fast Mittag. Na dann, auf gute Zusammenarbeit. Also zum letzten Mal, wir zahlen 280.000. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie nicht wollen, wir haben genügend andere Anbieter. Bis 17 Uhr möchte ich eine Antwort haben. Treffen Sie die richtige Entscheidung. Auf Wiedersehen. Herr... Ja, was gibt's denn? Der Kleine möchte gerne was vorgelesen haben, aber mir verschwimmt heute alles. Ja, Seifert hier? Sehr gut. Ich wusste doch, dass man mit Ihnen vernünftig reden kann. Ja? Auf Wiedersehen. Ja, wollen Sie das nicht machen? Er wartet schon darauf. Ja doch. Ja? Wer spricht da? Ah. Schön, dass Sie zurückrufen. Könnten Sie heute zum Saubermachen kommen? Ja, ich weiß, dass das kurzfristig ist. Was bekommen Sie normalerweise? Ich zahle das Doppelte. Passt Ihnen 12 Uhr? Ja, prima. Bis später. Ja, doch. Heute besuche ich meine beste Freundin, die... Kleine Hausschrecke. Hausschrecke? Heuschrecke. Im Blumenbeet fliegen die lustigen Hummeln. Sie brummen und fliegen von Blüte zu Blüte. Kann ich auch Kassette hören? Da kommt noch ein Kapitel. Die grummelige Schildkröte wohnt neben mir. Ihr Zuhause ist ein großer Brombeerstrauch. Ich bin wirklich müde. Ja? Hallo Christian, ich gehe in der Sekunde an den Computer. Tumle zog sein Laser-Zyniumschwert aus der Wunde und schlug Luab einen Arm ab. Es spritzte. Was ist denn das jetzt für ein Notfall? Das ist Miss Piggy. Sie ist ausgebüxt. Sie muss dringend zur Besamung. Und wieso macht dein Vater das nicht? Die Besamung? Na, dann mal los. Eine schöne Frau soll man nicht warten lassen. Am besten ist eingreifen. Ja, meinst du? Ja, warte mal. Nein, nimm mal bitte. Ich komm von hier, ja? Ja. Ja, warte. Halt, Scheiße! Halt! Piggy! Hey. Müde, du bist schlafen. Hier angucken. Was
auf, ich hau die Jacke über den Kopf, dann zieht's nichts mehr. Dann kannst du. Ja, warte. Mann, Scheiße! Ich warte! Mach langsam. Ja, schön. Ja, da kann er. Mein Gott, Scheiße! Ich warte! Das ist eine Sauerei. Jetzt weißt du, was damit gemeint ist. Es hat geklappt. Ich mach das Schützenfest. Voll auf Erfolgskurs, was? Erst kommt Papi nach Hause und dann... Ich gehe mal lieber duschen. Ich verstehe ja, dass du sauer bist. Aber ich war selber so überrascht, dass er hier plötzlich wieder auftaucht. Hast nicht viel verpasst. Angebrannte Ente und verkohlter Dorfbulle. Es tut mir leid. Warum hast du mir erzählt, dass er tot ist? Das war er auch für mich. Und für Tobi fand ich die Version auch besser als die Geschichte vom karrieregeilen Vater, der sich schon vor seiner Geburt nach Amerika absetzt. Und jetzt ist er wieder da. Einfach so. Ich wollte sehen, wie es uns geht. Ist ja auch irgendwo verständlich, oder? Und in all den Jahren hat er sich nicht einmal bei dir gemeldet? Der Typ hat was auf die Fresse verdient. Den musst du zum Teufel jagen. So einfach ist es nicht. Wieso? Er ist immerhin Tobis Vater und irgendwo, trotz allem, ein Teil meines Lebens. Und ich natürlich nicht. Ach, mit uns, es war doch noch nicht so wirklich. Ach, so siehst du das. Was ist denn hier passiert? Sieht doch alles gleich ganz anders aus, oder? Wo ist mein Kühlschrank? Na, den haben Sie gleich mitgenommen, zum Sondermüll. Der hier hat eine Null-Grad-Zone, da hält sich alles super lange frisch. Ich hatte einen Kühlschrank. Ja, aus der Zeit der Bauernkriege. Ich wollte keinen neuen. Was Altes muss man doch nicht austauschen, nur weil es einen Kratzer hat. Die Konstruktion war lebensgefährlich. Ich wollte nur nett sein. Das ist wieder typisch für dich. Kommst hierher und machst alles so, wie du es gut findest. Ja, du hast recht. Ich hätte dich fragen sollen. Die Klingel geht auch wieder, tut mir leid. Naja, sieht schon klasse aus. Wie lief's mit Tobi? Prima. Er hat viel geschlafen und war sehr ruhig. Tobias ist echt ein super Kerl. Wir verstehen uns richtig gut. Schön. Anna, jetzt, wo du so viel Stress hast, da kann ich mich doch weiter um die beiden kümmern. Das macht mir richtig Spaß und ich kann nebenher wunderbar arbeiten. Naja, vielleicht so lange, wie Tobi krank ist. Morgen um 6:30? No problem. Das geht jetzt schon die ganze Woche? Peter ist wie ausgewechselt. Er ist charmant, witzig, denkt mit.
Der neue Peter also. Das ging ja schnell. Ich weiß, aber ich kann nicht anders. Mhm. Und dann lässt er dich wieder sitzen. Ah. Moin, moin. Na, alles im grünen Bereich? Morgen, Herr Lange. Alles prima. Ach, hier, meine Bestellung. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben Sie ja fix was zu tun, wa? Das läuft wohl ganz gut bei Ihnen. Ich mach schon mal die Kisten fertig. Peter möchte eine Familie. Seine Familie. Wenn er dich nicht sitzen gelassen hätte, wärst du heute eine erfolgreiche Rechtsanwältin. Mindestens. Und jetzt bin ich eine erfolgreiche Jungunternehmerin und eine noch erfolgreichere Mutter. Ja? Hey, Peter. Ja, natürlich habe ich Lust. Und wer passt auf Tobi auf? Zenkmeier. Ist die endlich wieder auf dem Damm? Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, mach ich. Ciao. Wir gehen heute Abend ins Rubis. Oh, schön. Soll ich fragen, ob du mitkommst? Peter lädt uns ein. So. Wollt ihr Kaffee? Kaffee Macchiato, Kaffee Latte, Cappuccino, Espresso, Decaffeinated, Karamell oder Chocolate? Kaffee Latte. Bei uns im Dorf heißt es bloß Tasse oder Kännchen. Dann bitte zwei Espressi. Okay. Ach, schon wieder leer. Komm, ich mach das. Ah, nein. Die gleiche Marke? Ja. Also, Charme hat er ja. Jetzt ist er auch noch reich? Ziemlich. Er baut Einkaufszentren und Freizeitparks. Er hat jetzt einen großen Auftrag in Sicht. Der Auftraggeber sitzt zwar in Berlin, aber das Einkaufszentrum soll in München gebaut werden. Und? Ist er immer noch so toll im Bett? Da fragst du die Falsche. Das wird mir nicht normal passieren. Ach komm, du bist doch verliebt in ihn. Nein, bin ich nicht. Ich finde nur, dass er ein toller Mann ist und dass er sich geändert hat. Aber eine Beziehung kommt nicht in Frage, damit bin ich durch. Außerdem. Und außerdem geistert dir immer noch der nette Dorfpolizist durch den Kopf. Stimmt's? Noch ein Kaffee wäre nicht schlecht. Tasse oder Kännchen? Der DAX ist im Moment so weit unten. Das ist grobe Leberwurst mit Rosinen. Hat meine Urgroßmutter schon immer gemacht. Rete, köstlich. Und das hier ist Kriebenschmalz? Mhm. Aber dazu müsste das Brot hier essen. Habe ich übrigens auch selbst gebacken. Also ich denke, diese herzhaften Sachen werden in Berlin super gut ankommen. Die Leute wollen wieder Hausmannskost. Ja? Ja. Ja, ich bin gleich zu Hause. Was ist eigentlich mit dir und Thomas? Das war einfach der falsche Zeitpunkt. Ich muss jetzt los. Hallo? Thomas,
Schön, dass du da bist, mein Junge. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass du noch Besuch hast. Ja, ich muss sowieso gleich wieder weg. Da bin ich ja genau richtig gekommen. Komm, setz dich. Setz dich. Verstehe Anna nicht. So ein Lackaffe. Ganze Dorf lacht schon über den. Dabei würdet ihr so gut zueinander passen. Ja, verstehe Anna die Frauen. Aber Gott sei Dank habe ich ja noch dich. Ich mache dir einen Kaffee. Hm? Danke. Hallo, Schatz. Hallo. Was ist denn da drin? Das ist zum Verpacken der Torten und Schnittchen. Aber doch nicht mehr heute. Dann aber morgen früh. Sehr früh. Anna, du arbeitest zu viel. Tobi schon im Bett? Jakob auch. Dann mach ich uns schnell was zu essen. Das ist genau das, was ich brauche. Gibt's einen besonderen Anlass? Hier. Die sind mir angeboten worden, diese Häuser. In Bogenhausen. Das ist eine sehr feine Adresse in München. Ich war noch nie in München. Ich muss da zur Besichtigung hin. Wäre doch klasse, wenn du mitkommst. Das geht nicht. Ich habe so viele Jobs angeleiert. Ich kann unmöglich weg. Dieses blöde Tortengeschleppe? Ich verstehe das nicht. Wieso? Willst du das denn alles wirklich? Ich meine, dieses kleine Nest, so viele Arbeit, der Stress. Ich bin mein eigener Chef, dabei geht's mir gut. München ist wonderful. In 14 Tagen sind Ferien. Ich kann ja Tobi mal fragen, ob er Lust hat. Auf Dauer müssen wir sowieso eine Lösung finden. Wir können ja wohl schlecht alle zusammen hierbleiben. Linda, guck mal! Habe ich ja auch immer zu gerne gemacht. Mhm. Aber die dummen Augen wollen einfach nicht mehr. Helfen Sie mir ein bisschen. Ja. Australien. Hauptstadt. Sydney, nee, passt nicht. Kann ja auch nicht. Ist Canberra. Aha. Ja, kicken kann ich nicht mehr, aber denken kann ich schon noch. Pfiffig, pfiffig. Schwachkopf. 5 Buchstaben. Sitzt da drüben am Baum. Aha. Idiot. Irrt. Thank you.
Meinst du, er hat sich gefreut? Na, hör mal. Ein Computer mit den ganzen Spielen drin, der ist doch fast ausgeflippt. Thomas. Herr Wachtmeister, unsere Klingel geht auch wieder. Tobi hat mich eingeladen. Ich wollte ihm nur sein Geschenk bringen. Ach, das tut mir leid. Der ist eingeschlafen. Soll ich ihn wecken? Nee, lass ihn mal schlafen. Oh, das ist so lieb von dir, dass du daran gedacht hast. Der wird sich wahnsinnig freuen. Ein Original-Bonanza-Fahrrad wünscht Tobi sich schon seit Jahren. Man kann sie doch nicht mehr kaufen. Ja, toll. Bist du so nett und holst uns Prosecco? Ja. Du, ich will gar nichts trinken. Ich muss sowieso gleich wieder weg. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich morgen zum Fußballspiel komme. Ich komme auch hin, nur etwas später. Peter fährt ihn. Weiß Tobi eigentlich, dass Peter sein Vater ist? Ich hab's ihm noch nicht gesagt. Ja, dann grüß ihn mal von mir. Ja. Tschüss. Danke. Ah, ist er schon weg? Schade. Du fährst doch Tobi morgen zum Fußballspiel, oder? Ja, aber natürlich. Das habe ich doch versprochen. Von der Mühlen hat angebissen. Du sollst deinem Anwalt sofort alles rübermelden. Es ist plötzlich total eilig. Es ist nach zwei. Wir müssen jetzt echt los. Ja, ich komme gleich. Und vergiss die Unterlagen vom Bauamt nicht. Christian, ich verlasse mich auf dich. Tobias, bitte jetzt nerv mich nicht. Aber du wolltest mich doch fahren. Ich kann dich da jetzt nicht hinbringen. Fahr doch mit deinem tollen Bonanza-Rad. Das Spiel ist in Wiesenthal. Das sind mindestens 20 Kilometer. Dann warte halt einen Moment. Ey, mit meinem Wagen holen wir das locker wieder auf. Kannst du nicht später weiterarbeiten? Nein, verdammt doch mal! Aber du hast es doch versprochen. Ja? Ja, wunderbar. Dann rufe ich jetzt unsere Anwälte an. Die sollen sich wegen der Verträge zusammensetzen. Schwachkopf mit 5 Buchstaben. Tobi! Los, Tobi! Er schafft ihn noch! Hat dich nicht gefahren? Der Idiot weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass ich weg bin. Ich habe ihn zwischen Dörpeling und Wiesenthal gefunden. Der arme Kerl saß mit einer Reifenpanne am Straßenrand und hat geweint. Das gibt's ja nicht. Spinnst du? Was machst du denn schon hier? Wir fahren doch erst heute Abend zu von der Mühle. Die Frage ist, was du hier machst. Du hast ja versprochen, Tobi zum Fußball zu fahren. Ja, wo ist er denn? Ich fahre ihn schnell hin. Wo ist das Problem? Tobi hat versucht, mit dem Rad nach Wiesenthal zu kommen. Das sind 15 Kilometer. Hast du eine Ahnung, was da hätte passieren können? Anna, das tut mir leid. Es ging gerade um einen sehr wichtigen Auftrag. Ich mache das alles doch nur für euch. Den Spruch hattest du früher auch immer drauf. Für Tobi war das Fußballspiel wichtig. So, der Hintermann, pass auf! Hey, Tobi, los! Mach die Beine nass! Anna, jetzt sei doch bitte nicht mehr sauer. Ich
Ich habe mich 100 Mal bei Tobi entschuldigt. Es kommt nicht wieder vor, versprochen. Passen Sie bitte auf, der Wagen ist neu. Okay. Ach, warte doch mal kurz. Hey, Sven, komm her. Ich hab was für dich. Hier. Boah, die neue von den Shark Tools. Die gibt's doch noch gar nicht zu kaufen. Ja, hier noch nicht, aber in den USA. Frisch importiert, extra für dich. Und hast du schon das neue Video gesehen? Ich dachte, das wollten sie erst nach ihrer Tournee drehen. Ja, war eine Fangfrage. Jetzt ist aber genug. Abmarsch ins Bett. Aber die höre ich mir noch an. Aber nicht zu laut. Da haben sie ihm ja genau das Richtige geschenkt. Ja, mein Junge ist fast im selben Alter. Ja, ohne sie wäre das Leben ärmer. Ohne Kinder? Nein, wirklich nicht. Meine Frau und ich, wir wollen noch mindestens 2. Das nenne ich eine gesunde Einstellung. Was ich nur sagen wollte. Ja. Fantastisch, hm? Er hat den Gastgeber schon um den kleinen Finger gewickelt. Das ist seine Spezialität. Danke, Schatz. Mona, meine Frau. Anna, Peters Frau. Ja, komm doch mal zu uns rüber, bitte. Entschuldige mich. Sie haben wirklich ein gemeinsames Kind, hat mir Christian erzählt. Mhm, Tobi. Mhm. Er ist gerade 8 geworden. Wieso wirklich? Der Mann hat mir erzählt, Sie hätten auch einen Sohn. Naja, für den heutigen Abend halt. Was heißt das? Sie wissen wohl gar nicht, was hier abgeht. Hm? Christian ist stockschwul. Und Hajo von der Mühlenstock konservativ. Der steht auf die heile, glückliche Familie. Ich bin Schauspielerin. Immer schön lächeln. Es war wirklich außerordentlich nett von Ihnen, mir heute Abend bei der Küchenarbeit etwas Gesellschaft zu leisten. Aber das ist doch selbstverständlich. Dass Anna mit diesem Mann überhaupt noch ausgeht. Ja, verstehe einer die Weiber. Na, also. Oh. Aber irgendwann zeigt er ihr schon sein wahres Gesicht und dann, oh, rappelt's. Dann macht Anna ihn zur Schnecke. Ich glaube, da kommen sie. Du bist ein mieser, verlogener, karrieregeiler Arsch. Ich hatte mir deine Reaktion ein bisschen anders vorgestellt. Von der Mühlen hat unterschrieben. Ich hab's geschafft. Das ganze falsche Getue. Du hast uns einfach nur benutzt. Lass mal bitte die Kirche im Dorf. Was für ein Getue. Warum hast du nicht gesagt, worum es da geht? Ich wollte dich nicht in meine geschäftlichen Schachzüge mit einbeziehen. Du hast schlicht gelogen. Ich glaube, Anna hat sein wahres Gesicht erkannt. Wir haben es gleich gewusst. Warte mal, bin ich denn im Irrenhaus? Ich habe gerade einen 250-Millionen-Auftrag übernommen. 250 Millionen? Und du machst dir auch betroffen? Moment. Du denkst doch nicht etwa, ich bin nur deshalb wieder mit dir zusammen, um an diesen Auftrag zu kommen. So naiv kannst du doch nicht sein. Ich bin nicht naiv. Nicht mehr. Anna, was machst du da? Hör auf. Anna, es tut mir leid. Wieso? Du hast doch jetzt den Auftrag. Okay. Ich gebe dir zu, dass ich am Anfang den Job im Kopf hatte. Aber mittlerweile, ich habe mich wieder in dich verliebt. Das kann ich dir einfach nicht mehr glauben. Anna, jetzt ist doch nur wichtig, dass wir den Rest unseres Lebens zusammenbleiben. Ich will aber nicht den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Was redest du denn da für einen Unsinn? Ich habe endlich begriffen, dass wir kein Team sind, sondern du bist der Chef und ich muss sehen, wie ich hinter dir herkomme. Ja, aber einer muss doch die Richtung vorgeben. Ich will einen Mann, der mich unterstützt und nicht als Beistelltisch benutzt. Anna! Anna, du musst total verrückt sein. Ich biete dir alles, wovon Frauen träumen. Alles. Schon mal in Erwägung gezogen, dass mir mein Job Spaß macht und dass ich Verantwortung trage für andere, die ich nicht einfach im Stich lassen kann? Du ziehst es also vor, in diesem Nest deine vertrockneten Hochzeitspärchen zu basteln? Das glaube ich nicht. Ich habe mir das alles hier aufgebaut und wir fühlen uns hier wohl. Das funktioniert nicht mit uns. Anna, jetzt überleg dir das nochmal. Hau einfach ab. Gut.
Also ich an ihrer Stelle. Halt einfach die Klappe. Ich an ihrer Stelle hätte den Kerl schon längst rausgeschmissen. Dem war doch das hier alles nicht gut genug, das habe ich gleich gesehen. Wissen Sie, Kindchen, Sie haben was Besseres verdient. Das wird schon wieder. Kopf hoch. Ich hab hier was. Für Tobi. Der hatte doch Geburtstag. Das gehörte meinem Patenkind. Aber der lebt ja nur schon lange in Australien. Tja. Das wäre ja auch eine Schande, wenn so ein hübsches Mädchen wie du alleine bliebe. Wenn ihr heiratet, werde ich Brautjungfer. Er ist doch nur mein Untermieter. Ich will ihn doch nicht heiraten. Wann kommen die eigentlich? Ich möchte Anna nicht über den Weg laufen. Ach, die kommen erst später. Oh, da kommen sie ja schon. Huhu, Thomas ist auch hier. Hallo. Juhu, wir sind da. Willkommen, Oma Gretes Garten. Pinchaka, wo ist denn dein Gewehr? Ach, das dumme Gewehr. Damit ist es vorbei. Jetzt, wo ich wieder richtig sehen kann. Oh. Ach, das ist aber ein großes Haus. Darf ich mir erlauben? Ach, die sind aber schön. Sind die von Frau Zenkmar? Mhm. Aber sie weiß nichts davon. Thomas, komm, zeig dir die Hühner. Ja, dann zeig mal. Tobi! Ich hab eine Überraschung für dich. Fängt mit Grieß an und hört mit Klößchen auf. Wunderbar, komm hoch. Ja, ich hab dein Zimmer taubenblau gestrichen. Nein? Ja. Ich hab alle Gläubige ausbezahlt. Ich bin schuldenfrei. Ist ja toll. Ich gratuliere. Ich habe so viel falsch gemacht. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen und noch mal von vorne anfangen. Mann, hör doch auf. Ich mein's ernst. Glaubst du, ich bin ein Clown? Kaum ist da eine abgehauen, soll ich hier den Seelentröster spielen, oder was? Ich brauche keinen Seelentröster. Ich habe Peter rausgeschmissen. Warum erzählst du mir das alles? Das weiß ich auch nicht. Gib uns noch eine Chance. Tut mir leid. Dafür bin ich nicht der Richtige. Und? Gut. Na denn? Kommen gleich. Und? Bestens. Na denn. Und? Könnte nicht besser sein. Na denn. Wenn du gehst, mach das Licht aus. Schröder? Hi Mama, ich bin's. Hi, mein kleiner Großer. Kannst du mir ganz schnell meine Sporttasche bringen? Jetzt mach mal halblang, wo bist du denn? Bei Oma Grete und Jakob, weißt du doch. Kurierdienst ist schon unterwegs. Und? Hat sie angebissen? Jupp.
darf nicht wahr sein. Bitte folgen. Ja. Nicht anhalten, hä? Ich muss sie in Gewahrsam nehmen. Mich? Ja, sie. So. Ich muss sie bis auf Weiteres festnehmen. Ich plädiere auf lebenslänglich. Der Schlüssel? Gibt's ein kleines Problem. Was denn für ein Problem? Ich hab keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich hab ja noch nie jemand verhaftet. Mach keinen Quatsch. Das ist kein Quatsch. Du Schaf. Wir könnten ja vielleicht im Regen spazieren gehen. Vielleicht rosten die Dinger ja weg.